Hallo ihr Lieben, ja, ich begrüße euch ganz spontan, ihr Lieben, meine Seelenfamilie, Seelengruppe und alle, die sich in einem Dualseelen-, Zwillingsflammen- und Seelenpartnerprozess befinden. Ja, ein ganz spontanes Update fürs Kollektiv Weibliche. Ja, ich fühle diese heftige Energie gerade. Ich bin zu Hause losgezogen und dachte, nimm mal mein Tablet mit. Und ja, also normalerweise habe ich auch meinen Hund dabei. Der hat sich jetzt gerade beim Bauern versteckt. Der hat sich beim Bauern versteckt und es zieht ein Gewitter auf. Ja. Ja, und darum ganz spontan für das Kollektiv Weibliche fühle ich, es zieht gerade ein Gewitter auf im Außen. Es ist eine Energie von die uns wieder ins Außen ziehen möchte, also die Illusion im Außen. Es geht um die Illusion gerade im Außen. Diese Energie, die einfach gerade so heftig ist. Ich fühle, dass ich in uns und gerade jetzt auch mit unserem Herzmenschen nochmal Themen nach oben spülen, dass da nochmal Themen kommen, Vaterthemen, Mutterthemen, Familienthemen, alte Ängste, es kommen nochmal Ängste hoch, auch Ängste, Verlustängste, das sind so, es ist vielleicht, würde ich so beschreiben, und jetzt verzeiht mir wieder für die Energie, die Worte zu finden. Es sind schon mehrere Themen, die sich zeigen bei uns, um dass es nach oben kommt, ja, also ein einzelnes Thema haut uns vielleicht wie nicht mehr so um. Wir können und wissen doch, denn durch unseren Prozess, dass wir das zu uns herholen, dass wir die Themen lösen und in die Heilung gehen. Aber es macht gerade so, so fühlt sich an und es klatscht gerade. Es klatscht uns gerade, also ich würde auf Bayerisch würde sagen, es gibt unser Ohrwatscheln gerade. So fühlt sich's an. So fühlt sich's an. Das Video heute, darum für meine Seelenfamilie. Diese heftige Energie, die Themen, die nochmal angeschaut wollen werden, dass ihr es da sein lasst, dass ihr es einfach da sein lasst, ihr müsst gar noch nichts damit machen. Ihr könnt es einfach erstmal da sein lassen und fühlen, was sich da noch zeigt und lösen. Die meisten, die wissen, wie sie durch die Themen durchgehen und in die Heilung gehen. Dass sie in die Heilung gehen. Also das, was gerade geschieht, soll so geschehen. Also
fühle sehr im Kollektiv Weiblichen. Auch, dass das göttlich-männliche gerade sehr im Passiven ist auf seinen Heilungsweg, ja. Und wir können es dann wieder herholen und fühlen, was bei uns da noch ist und was in die Heilung will schlussendlich und darf. Ja. Als Heilungsimpulse. Ich war gestern mit einer lieben Seele unterwegs. Wir haben sehr viel Erdung. Es geht auch um Erdung. Wir haben Feuer gemacht, also auch diese Feuerenergie, dass das Holz, die Wärme, dass ihr einfach, und es ist nicht einfach, gut in euren Innenraum geht, die Illusion erkennt und das, was es in euch hochholt, in die Transformation gehen darf. Ja. Also meine Empfehlung und Einladung an euch, viel Natur, viel Erdung, ja, die Verbindung, vor allem im Wurzelchakra nochmal oder in den unteren zwei Chakren, Wurzelchakra, Sakralchakra, ihr euch gut erdet. Mit Mutter Erde verbindet, ja. Und seid da auch wieder spielerisch, vertraut euren Impulsen, dass das, was euch für die Heilung, was ihr benötigt, dass ihr das bekommt, ihr könnt das nach oben abgeben, ihr könnt fragen, ihr seid verbunden. Ja, ihr seid verbunden. Das Heilung geschieht. Ja. Ja. Gut. Mein Name ist Andrea Maher. Die meisten, die mein Video schauen, kennen mich. Ich erzähle jetzt auch nicht mehr viel. Ihr könnt da unten lesen, dass ich in einer wundervollen Verbindung, Beziehung, Prozess bin. Das wissen auch alle, dass ich euch auf euren Weg begleite. Das wissen auch alle. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Heilung, Vertrauen, vertraut euch, vertraut dem göttlichen Prozess, dem göttlichen Weg, so dass Heilung geschieht, dass Heilung geschehen kann. Okay, ihr Lieben. Verabschiede mich. Namaste. Bye bye. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video schaut, oder guten Wochenstart. Und aus meinem Herzen. Bye bye, ihr Lieben. Ciao, ciao.